Warnblinker? Nein. Rückleuchten? Nein. Bremse? Null. Die seitliche Kenntlichmachung fehlt und natürlich hinten funktionieren die Lichter noch, weil da ist schon die eine Warntafel abgebrochen. Bei manchen Leuten geht halt Verkehrserziehung nur über Geld und über Punkte. Ich wusste nicht, dass das so lang ist. Also das wusste ich echt nicht. Erntezeit ist Treckerzeit. Bis zu 700 PS bringen die Maschinen auf die Landstraße. Jeder dritte Traktorunfall endet mit Schwerverletzten oder Toten. Oberkommissarin Larissa Buß und Hauptkommissar Frank Korte kontrollieren Landmaschinen im Straßenverkehr. Ja, da fehlt zum Beispiel eine Tafel vorne, die Schaufel. Dann hat er diese sogenannte Schürfkante vorne. Ja, schaffst du noch. Die Trecker-Cops sind in Niedersachsen im Landkreis Diepholz bei Osnabrück unterwegs. Moin, moin. Moin. Die Polizei, eine Verkehrskontrolle. Grund der Kontrolle sind Ihre Anbaugeräte. Da müssen wir einmal kurz drüber sprechen. Wollen Sie einmal runterkommen? Ja. Genau, fangen wir einmal hinten an. Weil das ist ja schon recht lang nach hinten, ne? Die seitliche Kenntlichmachung fehlt und natürlich hinten funktionieren die Lichter noch, weil da ist schon die eine Warntafel abgebrochen. Funktionieren noch. Dann würden wir es uns einmal ganz kurz gleich nochmal... Zumindest wie ich jetzt vom Hof gefahren bin heute Morgen, funktionierten okay. Sie noch. Wir gucken gleich noch einmal, ob hier Bremse, Rücklicht und Blinker und alles funktioniert, ne? Bremse funktioniert nicht. Nö. Also geht nur die linke, die rechte nicht. Und Bremse sagt hinten gar nichts. Linker okay, links, rechts auch. Ne? Aber Bremse ist überhaupt nichts. Ist ja auch kein Hexenwerk und kostet auch nicht die Welt. Nein. Sachen, ne? Den nutzen wir auch sonst nicht mehr so viel. Einfach einmal, ja, aber jetzt sind wir auf der Straße. Ja. Ne? Dass sie sonst sich um ihren Job kümmern und das alles super läuft, alles gut. Ne? Aber wenn wir auf der Straße sind, da gibt es halt eben auch Leute, die unterwegs sind. Die da nicht so viel Ahnung haben. Die Augen vielleicht nicht so gut aufhalten, ne? Und die entsprechend ein bisschen Aufmerksamkeitserreger brauchen dafür. Ja. Ich wette, wenn wir vom Lenkrad bis hierhin messen, ist auch über 3,50 nach vorne keine raus. Ahnung, ne? Wir haben noch nicht gemessen. Wir würden gleich einmal nachmessen, weil das geht natürlich nicht. Ne? Sie haben auch keine Spiegel oder keine Kameratechnik. Das heißt, wenn Sie jetzt an einer Einmündung stehen und halt auf eine Straße einfahren wollen, dann müssten Sie schon ziemlich weit rausfahren. Und wenn da schon ein Pkw kommt und dann seitlich hier gegenfährt, sieht schlecht aus. Ne? Gut, wir würden das einmal nachmessen. Ja. Ist natürlich dann jetzt deutlich zu lang. Also die Grenze ist fürs Vorbaumaß einfach bei 3,50 Meter. Und das ist definitiv zu weit. Es gibt ja einen Tatbestandskatalog. Da stehen einzelne Tatbestände aufgelistet. Wir bewegen uns hier bei den allermeisten noch im Verwarnungsbereich. Nur die Summe führt natürlich dazu, dass auch aufaddiert wird. In der Regel machen wir das schon so und auch die Bußgeldstelle, dass die Leute erkennen, okay, das ist jetzt dem angemessen, was ich da falsch gemacht habe. Ich wusste nicht, dass der so lang ist. Also das wusste ich echt nicht. Dass der mit Schaufel noch länger wird. Also dass die erlaubte Meterzahl nicht eingehalten wird. Wussten wir nicht. Larissa Buß und Frank Korte haben sich auf Trecker und Landmaschinen spezialisiert. Die Polizisten gehören zu einer Verfügungseinheit. Ja, jetzt hat er uns gesehen. Wollen wir runterfahren. Der Landwirt hat die Polizei anfangs gar nicht wahrgenommen. Erst als er mit dem Trecker auf seinem Hof anhält, bemerkt er die Beamten. Ich glaube, so wie das da verkrustet ist, ist es wahrscheinlich nicht erst seit gestern dreckig. Ne? Da müssen Sie ein bisschen mehr darauf achten. Also man muss es schon lesen können. Die Beleuchtung ist natürlich auch mangelhaft. Ne? Ja. Jetzt möchte er hier mit dem Ackerschlepper irgendwie links abbiegen. Von hinten kommt ein Fahrzeug an, möchte den Trecker natürlich überholen. Ja, sieht nicht, dass er eigentlich links abbiegen möchte, in den Feldweg zum Beispiel rein. Und dann kommt es halt zum Verkehrsunfall. Und dann
ist es natürlich sehr ungünstig für den Autofahrer, der gerade vielleicht überholt hat. Okay. Mal am Linker? Nee. Rückleuchten? Nee. Bremse? Null. Also wir haben jetzt so ein paar Ordnungswidrigkeiten vorliegen. Ne? Also einmal muss die Beleuchtung auf jeden Fall wieder vernünftig gemacht werden, muss einmal komplett repariert werden. Und das nächste ist natürlich, Kennzeichen muss hinten immer komplett zu sehen sein. Und das nächste ist, wenn da eine 25 hinten drauf steht, dann müssen Sie auch 25 fahren. Ne? Mit Landmaschinen passieren die meisten Verkehrsunfälle tagsüber und außerhalb geschlossener Ortschaften. Dieser Anhänger für Mähdrescher hat gar kein Kennzeichen. Moin, moin. Hallo, moin. Zu wem gehört denn hier der Ackerschlepper? Zu mir. Ah, okay, Sie sind direkt der Halter. Ja. Alles klar, gut. Wo ist denn das Kennzeichen hinten für das Anbaugerät da? Vorsicht. Da habe ich keins für, das ist ja... Gar keine Kennzeichen? Ja, Peter schaut ja. Okay, gut. Einen Moment ganz kurz. Ja, klar, kein Problem. Er sagt, er hat am Mähdrescher auch gar keine Kennzeichen dran. Mhm. Ja, dann halt wiederum ein Kennzeichen. Das ist jetzt ja der Anhänger jetzt. Genau, dazu, der sollte der Mähdrescher, ja? Genau, sie bräuchte aber trotzdem Wiederholungskennzeichen. Aha, das wusste ich nicht. Auch das Kennzeichen des Traktors selbst ist durch den Hänger nicht zu erkennen. Ja, es ist gar nicht mal so dramatisch ein Problem. Also technisch ist hier alles wunderbar in Ordnung. Was er dran haben sollte, wäre ein Wiederholungskennzeichen, damit man, wenn er zum Beispiel beim Ausschwenken mal so einen Zaunpfahl beschädigt oder irgendwas anderes, damit man dann hinten auch erkennen kann, so an wen kann man sich wenden, Kennzeichen, über das Kennzeichen den Halter und damit einen Verantwortlichen für so einen Unfall, den er eventuell gar nicht mal bemerkt hat. Es geht einfach um die Identifikation dieses Fahrzeugs. Ja, genau. Aber es ist ja nur, wenn es am Schlepper läuft, weil am Mähdrescher habe ich ja gar kein Kennzeichen dran. Also, wenn Sie einen Mähdrescher haben, der maximal 25 läuft, ja, ja. Der hat kein eigenes Kennzeichen, genau. Da brauchen Sie dann auch eine Firmenaufschrift. Ja, da muss, für eine Firmenaufschrift? Ja, ich kann ja dieses Ding, diesen Mähdrescher und auch den Schneidwerkanhänger nicht identifizieren, weil er kein Kennzeichen hat. Ja. Das ist ja der Sinn und Zweck eines Kennzeichens. Ja, klar, das kann ich alles nachvollziehen. Also zum Beispiel Lohnunternehmen Meier Müller Schulze mit Anschrift. Das muss draufstehen, rechts und links. Ja. Ne? Normalerweise würde das 60 Euro kosten und einen Punkt einbringen. Ja. Das fehlende Wiederholungskennzeichen. Ja. Ja? In dem Fall, denke ich, kann man ruhig sagen, Sie wissen das jetzt. Ja. Und das mit der Beschriftung an Ihrem Mähdrescher haben Sie jetzt auch drauf. Ja. Fahren Sie natürlich jetzt bis nach Hause auf 25, so wie es da hinten dran steht. Ne? Gut, und ich glaube, dann haben Sie was gelernt fürs nächste Mal. Auf jeden Fall. Und dann sind wir auch zufrieden. Der Landwirt hat Glück. Ein Bußgeld bleibt ihm erspart. Der Sinn unserer Arbeit hier ist nicht, dass wir irgendwelche Leute ärgern wollen oder unbedingt Anzeigen schreiben müssen, wenn wir den Eindruck haben, dass auch ein verkehrserzieherisches Gespräch stattgefunden hat und Wirkung gezeigt hat. Aber wenn denn keine Einsicht zu erkennen ist und den Eindruck, in welche Richtung das geht, gewinnt man relativ schnell. Bei manchen Leuten geht halt Verkehrserziehung nur über Geld und über Punkte. Ach, ich habe den vor ein paar Jahren öfters mal kurz nacheinander angehalten. Und diese Strohanhänger, die werden ganz gerne ein bisschen länger gemacht. Die kaufen sich dann so gebrauchte Anhänger, schweißen hinten noch so einen Meter, anderthalb dran und damit sind die dann schnell mal zu lang. Moin! Können wir mal einmal ganz kurz Führer und Fahrzeugschein halten? 2023 gab es in Deutschland 1.700 Unfälle, an denen Landmaschinen beteiligt waren. Bei diesem Anhänger ist es mal so gewesen, dass er tatsächlich verlängert gewesen ist. Da gab es dann nämlich mal Träger, die man hinten einstecken konnte und wodurch dann die Ladefläche entsprechend verlängert worden ist. Und wenn man dann die Dinger immer länger und länger und länger macht, dann gibt es irgendwann Probleme in engen Kurven, in Kreisverkehren. Deshalb sind diese Fahrzeuge generell auf 12 Meter beschränkt.
Wenn man denn länger haben möchte, dann wie gesagt mit Ausnahmegenehmigung und dann werden auch bestimmte Strecken vorgeschrieben, die man befahren dürfte. So in der Form ist das in Ordnung. Hier ist also nichts hinten reingesteckt. Das ist die normale Länge, wie sie vom Hersteller ausgeliefert wird. Das ist in Ordnung. Muss ja auch mal was gut sein. Ne? Dann wollen wir hier nicht länger auf der Straße rumstehen. Schönen Tag noch. Ja, danke schön.